Ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche stellen wir Ihnen einen Ort vor und zeigen Ihnen, wie schön unsere Heimat ist. Diese Woche sind wir südlich von München in der Stadt Penzberg. Penzberg ist eine ehemalige Bergwerksstadt. Bis 1966 wurde in Penzberg noch Kohle abgebaut. Anton Leinweber, ehemaliger Bergmann, hat uns von dieser Zeit erzählt. Außerdem haben wir nordwestlich von Penzberg den sagenhaften Barfußpfad besucht. Und wir waren im Jugendzentrum mitsamt Dirtpark. Die Kleinstadt Penzberg zählt mittlerweile 17.000 Einwohner. Und mittendrin haben wir eine Manufaktur entdeckt. Sonja Schwarz ist leidenschaftliche Designerin, denn sie macht Taschen mit Herz und Seele. Sonja, erzähl mal von dir. Wie bist du dazu gekommen, Taschen zu machen? Wie ich dazu gekommen bin? Ja, das war durch Zufall. Also vor so rund 10 Jahren habe ich meine erste Tasche genäht. Und ich habe eine schöne Tartentasche habe ich gesucht. Ja. Für dich selber? Für mich selbst, ja genau. Und habe keine gefunden. Und gesagt, ich entwerfe jetzt eine, weil ich bin Designerin. Und habe gesagt, so, ich fange jetzt damit an. Und dann habe ich auf dem Weihnachtsmarkt habe ich gestartet. Ja. Ja? Genau. Und da habe ich dann die ersten, auf dem Weihnachtsmarkt habe ich dann auf der Glendleiten, habe ich hier die ersten 10 Stück verkauft. Und dann haben wir plötzlich so viele Vorbestellungen gehabt, dass wir dann gesagt haben, okay, das ist mega. Und wir fangen mit so einer Produktion an. Genau. Und welche sind so Anfänge? Sieht man das hier noch? Welche ja, das so ist die Sackelzement. Das also mit dem Spruch, genau. Also Sackelzement, das ist also die erste Tasche. Und da haben wir die wirklich noch händisch drauf gedruckt und mit dem haben wir gestartet, ja. Genau. Das ist ja auch eine super Idee, weil dann so ein Zementsack einfach Genau. Und das ist natürlich auch vom Leinen her, ist das natürlich auch was ganz was Besonderes. Und was ist das zum Beispiel hier? Das ist die Stadttasche. Also vor 2 Jahren hatten wir hier 100 Jahre Stadt Penzberg. Und ich hatte die Idee, zu dem Anlass eine Stadttasche zu entwerfen. Aha. Und so ist dieses Siegel eben entstanden. Also Penzberg hat ja seinen Ursprung im Bergwerk. Und das habe ich halt dann entworfen. Also, und habe dann eben diese Tasche, die Form auch, die fand ich so cool, so als Einkaufstasche entwickelt. Und ja, und dann haben wir gesagt, das, was wir verkaufen, da werden wir dann einen Teil davon an die Bürgerstiftung spenden, einfach als, dass man praktisch als Penzberger auch doch das Geld wieder zurückfließt. Und bist du so eine richtige Penzbergerin, eine echte? Weil, also ich meine, auf den ersten Blick denkt man ja, du kommst nicht aus Penzberg. Ja, das stimmt. Nee, ich bin hier in Penzberg aufgewachsen. Schon. Ja, ja, also ich bin hier auch zur Schule gegangen, habe hier Abi gemacht. Und, aber ich wollte schon immer Designerin werden. Also das ist, war schon, eigentlich mit 13 wollte ich schon Designerin werden. Ja. Und habe dann also wirklich das auch immer verfolgt. Ja. Hat und jetzt deinen eigenen Laden hier. Ja, genau. Nimmt dann doch immer einen langen Weg, bis man dann halt so weit ist, dass dann mal auch so ein Traum dann in Erfüllung geht. Ja. Okay, und du kannst uns jetzt ein bisschen zeigen, wie du das machst. Ja, wie, ist, wie das Handwerk ist, eine Tasche hinzubekommen. Ich freu mich, okay, schauen wir uns das mal an. Also hier fertigst du dann die Taschen. Hier ist deine Werkstatt. Das ist ja so schön mit den Stoffen hier alles. Ja, lauter verschiedene. Sind das jetzt wahrscheinlich für Futter, oder? Genau, richtig. Das sind verschiedene Futterstoffe. Hier haben wir drüben so unsere Außenstoffe, jetzt den Filz zum Beispiel. Und halt unsere Zutaten mit Nieten angefangen bis, genau, unsere Reißverschlüsse sind hier alle gelagert, weil wir natürlich entsprechend je nach Modell halt dann die Zutaten zusammensetzen. Genau. Aber das machst du jetzt nicht alles ganz allein. Du hast schon ein paar Leute, die auch mitarbeiten hier. Wir haben ein super Team. Also wir sind wirklich, ich habe 6 Angestellte. Super. Und also in der Fertigung selbst sind wir zu viert. Und ich habe auch noch eine Schneidermeisterin, das ist die Christine. Und noch eine Rentnerin, die Irmi, die auch mega cool ist. Also dann sitzt ihr hier meistens zu dritt sogar, oder? Ja, genau. Also hier ist wirklich sehr eng, aber wir schaffen einiges so genau unter der Woche. Okay, und jetzt hier ist jetzt so eine Tasche, wo du mal zeigen könntest, wie das funktioniert. Genau, also ich zeige dir jetzt einfach mal, weil damit man mal sieht, aus wie vielen Zutaten eigentlich so eine Ledertasche jetzt besteht. Da werden wir also, es ist einmal eben das Außenleder, was wir zuschneiden händisch. Und dann gibt es natürlich noch eine Einlage. Also die Einlage, die schneiden wir zu. Wir schneiden auch zu das Innenfutter, da sind Markierungen schon drauf, wo dann halt zum Beispiel das Reißverschlussfach oder das jetzt hier auch fürs Handyfach, das ist so eine Sache, das muss praktisch immer sein, dass auch dafür Platz ist fürs Handy.
Und ja, dann zum Beispiel eben die Reißverschlüsse und dann auch die Verankerungen jetzt hier, zum Beispiel hier die Lederverankerungen fürs Leder selbst. Ja. Und die Riemen jetzt zum Beispiel jetzt so von so einer Ledertasche, die schneiden wir praktisch auch händisch zu mit einem Cutter. Okay, zeig mal, jetzt würdest du, das wäre jetzt das Leder, wo du anfängst, das drauf zu zeichnen. Genau, also das ist, wir schauen natürlich immer, dass also das Leder auch wirklich einwandfrei ist, dass keine Flecken sich darauf befinden und dann spiegeln wir sozusagen dann eben unseren Schnitt, den wir also selbst angefertigt haben, den tun wir jetzt wirklich händisch hier praktisch drauf zeichnen. Und dann schneiden wir das einfach dann wirklich mit dem Cutter, schneiden wir das dann entsprechend oder beziehungsweise mit der Schere, mit der Lederschere schneiden wir das halt dann aus. Und wo bekommst du das Leder her? Das Leder ist aus Italien. Also wir haben Großhändler und der bezieht das alles aus Italien. Also ich will auch nächstes Jahr mal auf alle Fälle zu so einem Lederwerk fahren und mir anschauen. Ja, genau. Also es ist wirklich auch ein ganz tolles Leder, was wir hier verarbeiten. Und da sehe ich da hinten die Jeans. Was hat das auf sich? Genau, also das ist ganz toll, eine ganz tolle Sache. Wir machen Upcycling, wir sammeln Jeans von Kunden und fertigen daraus neue Taschen. Genau. Und das ist wirklich so, dass auch viele aus ihrem eigenen Jeans sich eine Tasche anfertigen lassen. Ja, also auch das gibt es. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Also wirklich jede Farbe. Und was halt toll ist, dass jede Tasche anders aussieht, weil sie unterschiedlich sind von der Farbigkeit her. Und gerade Jeans ist ja in der Herstellung wahnsinnig also ökologisch nicht so gut. Und da haben wir gesagt, wir verwerten auf alle Fälle nochmal die Jeans. Und bevor sie im Müll landet, sagen wir, man muss ja auch mit der Zeit gehen. Ja, klar. Sondern ganz nachhaltig. Genau. Okay, wenn man das jetzt zugeschnitten hat, dann geht es wahrscheinlich an die Nähmaschine. Richtig, dann geht es an die Nähmaschine. Gehen wir doch mal dahin. Ja, sehr gerne. Aber vorher eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. In jeglicher Größe, Form und Farbe. Sunja kann hier ihrer Leidenschaft freien Lauf lassen. Sie zeigt uns den Weg vom Leder bis zur fertigen Tasche. Also, jetzt sitzt du da an der Nähmaschine. Jetzt hat man das zugeschnitten und hier ist jetzt schon ein bisschen mehr passiert, oder? Genau, also wir haben jetzt hier die verschiedenen Schichten schon aufeinander gelegt. Also das Innenfutter ist jetzt schon verankert, der Reißverschluss ist schon gesetzt. Auch hier haben wir schon das Reißverschlussfach gesetzt. Und jetzt geht es praktisch an die Außennähte und dann werden sozusagen die Verankerungen festgemacht. Aber das Ganze, ich meine, da saß ja jetzt jemand schon ganz schön viele Stunden dran, bis man so weit ist, gell? Ja, also das sind halt schon sehr viele Arbeitsschritte. Mhm. Also wenn man überlegt, ich glaube, wir haben an die 30 Arbeitsschritte, bis so eine Tasche fertig ist. Mhm. Also das ist schon ein gutes Stück und erfordert auch etwas Übung. Ja. Absolut. Und ist Leder dann immer noch mal schwieriger als jetzt eine Stofftasche? Ja, absolut. Schon. Also es ist so, dass Leder sich viel schwieriger verarbeiten lässt, weil es einfach auch ein Dehnungsverhalten hat. Ja. Und man braucht auch dazu extra eine Industrienähmaschine, die wir hier haben, also die speziell jetzt auch Leder verarbeitet, weil einfach das viel dicker ist. Also sowas kann man jetzt nicht mit einer Haushaltsnähmaschine machen, sondern eben mit einer professionellen Maschine. Also die kostet hier wirklich 5.000 Euro. Das ist, wir haben hier einen Kompressor mit Fadenabschneide und allem. Also wir sind hier, glaube ich, ganz gut. Eine Hightech-Maschine. Ja, halt. Genau. Okay, und jetzt, was wäre jetzt der Schritt? Ja, du setzt es jetzt zusammen eigentlich, gell? Ja, es ist jetzt so, dass ich jetzt erstmal die Naht hier setze, die man dann später an der fertigen Tasche sieht. Ah ja. Und, jetzt musst du dich konzentrieren, genau, dass du keinen Fehler machst. Ja, genau, richtig. Genau, das ist natürlich so eine Sache. Genau, also dann sieht man auch, dass man hier... Also jetzt sieht man praktisch hier, wie ich jetzt hier diese obere Naht setze. Da muss man wirklich genau sein, weil das ist ja wirklich sichtbar jetzt außen. Exakt, genau, das ist sichtbar. Und gut, ich habe natürlich immer entsprechende gleichbleibende
Und sitzt du selber überhaupt noch dran oder bist du schon diejenige, die halt entwirft und eigentlich den Laden schmeißt? Nee, also schmeißt? Ich sitze selbst auch sehr gerne dran. Schon. Also ich ist meistens bei mir halber Tag sitze ich dran und anderen Tag, halben Tag mache ich halt die anderen Dinge, wie Werbung, den Verkauf, Anzeigen. Das machen wir alles selbst hier. Genau. Und vor allen Dingen, dann hast du ja auch immer wieder neue Ideen, neue Taschenideen. Ja, genau. Ja, also die Kunden, die sagen dann tatsächlich, ich soll keine mehr entwerfen, weil sie haben mittlerweile schon so viele Taschen zu Hause. Also es gibt durchaus Kunden, die wirklich 15, 16 Taschen echt? Mittlerweile zu Hause haben und sich sogar auch Holzständer extra anfertigen lassen. Also wir kriegen auch Zuschriften, also wirklich von deutschlandweit, die dann sagen, hey, ihr habt so coole Taschen und ich habe mir jetzt extra einen Taschenständer anfertigen lassen, damit ich Platz habe für die Taschen. Ja, bitte. Du hast echt richtige Stammkunden. Ja, habe ich mittlerweile, ja. Und hier sehe ich ja, da hast du noch, das ist richtig auch Filz, gell? Was machst genau, du da? Das ist 100% Schurwolle. Also es ist wirklich ein ganz tolles Material, was wir hier verarbeiten. Hier zum Beispiel fertigen wir gerade die Brillendaschel an für einen Einzelhändler gleich gegenüber, also für den Optik Millan. Und das ist wirklich ganz toll, weil das ist so eine Kooperation. Die haben gesagt, hey, wir verkaufen so tolle Taschen, so tolle Brillen, produziert es doch für uns die Daschel dazu. Genau. Und da gehen wir halt immer in Serie. Und ich finde es auch toll, dass die Einzelhändler, dass wir alle so zusammenhalten. Ja. Und auch so einfach dann auch und so uns austauschen. Und da mal, was wird das? Das schaut auch interessant aus. Ja, genau. Das ist noch nicht fertig. Das wird ein Hirschlederbeutel. Ah. Genau, ein Hirschlederbeutel. Also und, für Herren, machst du auch was? Ja, genau. Also für die Lederhosen, die man sich dann mit einem Karabiner an die Lederhosen ranhängen kann. Ich sehe schon. Genau. Also Sonja, du hast echt tolle Ideen. Ja, das ist ein tolles Material, was wir da verarbeiten. Also schön, dass wir dich besuchen durften hier in dem Laden. Freut mich. Danke. Das dass war's. Ich das mal zeigen kann. Für heute aus Penzberg von den Dascheln, von der Sonja. Wiederschauen. Und zu jeder Tasche graviert Sonja ein Herz. Und als Erinnerung auch für uns. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Da geht es um ein ganz besonderes Bauwerk, das gerade am Entstehen ist. Bis dahin, auf Wiedersehen.